Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Mein Name ist McCallum und ich möchte ganz gerne mit euch heute eine weitere Runde My Train Arrives spielen. Und dazu muss ich den vierten Level auch mal freischalten und dazu muss ich diesen dritten Level erstmal abschließen. Und da gehe ich in ein entspanntes Spiel. Im Entspannungsmodus gibt es keine bestimmte Aufgabe. Passagiere und Fracht erscheinen auf der Station nur dann, wenn sie eine Route durch diese Station erstellen. Ja, und das werden wir jetzt mal tun. Und da werden wir doch einfach mal anfangen. Ich sehe hier einmal, zweimal, dreimal, viermal jeweils ein logistischen Bahnhof. Und 1, 2, 3, 4, 5, wo ist der 6.? 6 waren angekündigt. Bin ich es verzählt? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne, es sind 6 Stück. Genau. 6 Personen. Bahnhöfe. Und hier schön ranscrollen. Gehen wir doch mal hier durch. Ja. Möglichst geradeaus. Und schönes, entspanntes Bauen der Gleise. Okay. Aber wir können doch einfach einen Güterbahnhof mitnehmen, oder? Fühlt sich irgendwie anfällig. Oh, ich glaube, da war ich ein bisschen zu optimistisch, da durchzukommen. Nee, jetzt, oder? Okay. Wegmachen der Strecke. Können wir doch wieder zurück. Ich hätte mir noch nicht rausgefunden, ob man auch kreuzen kann. Kann man nicht. Das ist natürlich jetzt dumm, ne? Ich hätte hier außen gemusst, entlang gemusst, aber das ist kein Problem. Kein Problem. Wir bauen einfach das Stück zurück. So, jetzt klappt das besser. Dann hier dieses Stück Gleise ganz gerne weg. Ah. Geh gerade. Mit mir doch. Von der Kurve her passt das. Geht das? Ja, gerade so. Gerade so. So hier dran. Und ja. Das ist jetzt hier wohl ein kleines Problem hier, dieses hier wegzubekommen. Jetzt so. Ja, gut. Okay. Ja. Sieht doch schon ganz niedlich aus. Dann hier entlang. So. Und natürlich. Ja. Auch unsauber gearbeitet an der Stelle. Ah, das gehen wir schon hin. So. Ein kleinen Schwenk. Gut. Der Außenansicht.
hier. Da lang. Und ich würde sagen, da gehen wir doch mal direkt hier dran. Dass eine Kurve klappen würde da oben. So. Gefällt mir das. Ja. Und mehr außen diesen Bahnhof dabei direkt jetzt gesehen und es sind sogar hier 3 Gleise. Cool. Hier dran. Viel zu steil. Oh, nicht möglich, nicht möglich. So, jawohl. Okay. Nice. Winner geht anders. Aber immerhin haben wir jetzt hier ein paar Bahnhöfe miteinander verbunden. Und ja. Noch außen rum komplett. Komm, wir machen das. Ich würde gern die Züge in entgegengesetzter Richtung fahren lassen. Da. So, hier rum, bitte. Komm, ich setze das mal dahin. Wo hängt's? Hier, da ist ein Schild. Von einer Autobahn. Nicht jetzt. Wieder gar nicht. Jetzt stelle ich hier nicht so an. Jawohl. Mach ich gleich so. Und da fahren wir durch das zweite Gleisbett. Drei Gleise hier in der Ecke. Das ist natürlich auch schon ziemlich dick. Hier noch rum. Doch, geht gerade so. Und dann hier entlang, hier rum, durch das Gelände und Moment, da muss ich umbauen, sehe ich gerade. Baue ich hier mal ab, das Stück nochmal. Ach, das trifft er hier nicht. Jetzt hat er es begriffen. Ab die Witzig steil. Okay. Da dran. Ja, ich erlaube das mal. Das haben wir hier so ein Doppelgleis. Zweig. So. Muss eigentlich immer alles gerade sein. Ja, da haben wir nochmal einen Außenkreis, einen schönen voll. Ich muss erst eine Route erstellen. Personenbahnhöfe ohne Routen. Ne, ich brauche ohne Routen. Was sind denn die Routen? Genau, eine Route erstellen. Dann fangen wir hier an. Hier fangen wir mal an, eine Route zu erstellen. Da. So.
Und hier rum. Wieder zurück. Und dann hätte ich ganz gerne eine weitere Route. Hätte ich jetzt nicht genommen oder was? Ach nee, jetzt, oder? Ich verstehe das nicht. Er hat eben nicht übernommen, die Route. Warum auch immer. So, nochmal genau treffen. Jetzt hat er sie erstellt. Okay. Route erstellt. Und hier unten. Schaut euch das hier an hier. Ganz klammheimlich. Ach nee, lasse ich so. Sonst wird die Route wieder kaputt. So, und dann gehen wir in die entgegengesetzte Richtung. Oder fahren in die entgegengesetzte Richtung mal. So, und hier lang. Oh. Auch nicht schlecht, ne? Einmal im Kreis. Begrünt sich der die Gleise? Band. Ja, mach schon. Was da passiert? Und ich glaube, die Route kennen wir hier. Da waren wir schon drauf. So, wo ist hier der Anfang? Da ist der. Da müssen wir hin. Ach, ich glaube, das geht so nicht mehr. Der hätten wir hier rumgemusst. Das wäre ja Gegenverkehr. Alter, das läuft ja heute wieder mal. Oh. Ach, ich gehe hier mal schneller hier außen rum. So, Route erstellt. Und dann bitte mal Lokomotiven. Bitte schön. Eins, zwei. Ja, das ist viel zu viel. Mach das weg. Das ist. Nee. Runter. So, einfach runterziehen. Ah, zwei reichen. Und dann hätte ich ganz gerne schöne große Waggons dran. So, die sind zu langsam. Gewicht 100, Höchstgeschwindigkeit 23, 700. Ja, ganz klar, hier, die hier. So, und wenn das nicht reicht, mal schauen, wie lang man die eigentlich ziehen kann. Test, wie viele Waggons da dran gehen. Entschuldigung, das ist einfach nur so typisches Rumgespiele von mir und die wird immer länger. Ich würde mal schauen, wann die Software sagt, nee, geht nicht mehr. Aber ich schätze, da reichen keine zwei. So, also die halbe Strecke habe ich so ganz grob. Damit jetzt, aber da brauchen wir vorne noch ein paar Flugfahrzeuge mit Sicherheit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, ich sag mal so, das Verhältnis 10. Und hier, schaut euch an. Hier, die ziehen das Ding. Die ziehen das. Das ist ja, wie schön. Ja, die ziehen die ganzen Waggons hinter sich her. 10 Zugfahrzeuge, also 10 Lokomotiven vorne. Irgendwie habe ich die Tastatur, Entschuldigung, die richtige Taste nicht getroffen. Alter, das ist ja geil. Oder? Das ist ja cool.
Das finde ich echt cool. So, hier gibt es da nichts groß zu verdienen. Das ist Industrie. Also, eher logistisch. Güterbahnhof auf Deutsch gesagt. Man kann es auch einfach umschreiben. Aber jetzt, wir schauen hier. Da, 23 Personen warten hier. 24 Personen. Hält er jetzt nochmal an? Ich meine, da hinten kann ja keiner einsteigen. Muss ja nochmal vorne halten irgendwo, ne? Hört einfach durch. Naja, gut, dann müssen die Passagiere durch die Waggons durchgehen nach hinten. Ja, das nennt man einen ziemlich langen Zug. Mit vielen, vielen Waggons dran. Wir wollen alle nach Hause. Es ist gleich Wochenende. Und nimmt immer noch kein Ende, ja, da hinten. Und da steht er. Ja, da können doch hier nochmal Leute einsteigen gerade, oder? Passiert auch. Ja, null, die sind hier eingestiegen. Obwohl der Zug hier vorne gehalten hat. Ja, klasse. Sehr hübsch. Ja gut, wir haben fast eine Runde geschafft. Vielleicht mal schneller laufen. Ich beschleunige mal die Spielgeschwindigkeit hier auf mal 8. Um das hier nochmal anzuschauen, was ich hier fabriziert habe. Ah, es geht natürlich auch mit der Kamera ein bisschen schneller jetzt, aber okay. Sorry, vielleicht können wir es so besser sehen. Ja, jetzt habe ich alles drauf. Jetzt habe ich die Map komplett drauf. Ja, läuft. Und hinten wird richtig Geld verdient. Ein sehr, sehr schöner, langer Zug. Damit vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, auch wenn das so ein bisschen jetzt ja übertrieben kindisch war, aber das ist halt so mein Typ. Ich probiere gerne aus und ich glaube beim nächsten Mal muss ich es doch länger machen. Mal schauen, ob man kurz bis vor dem Zugende aufrangieren kann. Ja, euch noch einen schönen Tag. Wenn es gefallen hat, gern euer Like, eure Kommentare und bis zum nächsten Mal. Tschüss.